Ist es denn möglich, schon wieder eine Woche rum und das heißt eine neue Folge Spirits Abenteuer? In dieser Woche nehmen wir euch mit in den Fulu Fjellet Nationalpark. Dort besuchen wir eine der Hauptattraktionen und zwar den gigantischen Wasserfall und auch den größten Wasserfall Schwedens. Außerdem machen wir mit euch eine wunderschöne Wanderung durch die vielfältige Natur, durch einen Wald entlang von schönen Flüsschen und Bächlein und über die Fjellebene zurück zu unserem Wohnmobil. Und auch das Naturum in diesem Nationalpark besuchen wir mit euch zusammen. Also kommt mit! Hallo, wir sind Stefan, Anne und Milo. Seit Mai 2021 leben und arbeiten wir im Wohnmobil. Nach Feierabend erkunden wir Europa. Dabei besuchen wir nur Ziele, die gut mit Hund realisierbar sind. Durch unser Hobby, das Geocachen, entdecken wir traumhafte und spannende Orte, die in keinem Reiseführer zu finden sind. Bekommst du auch nicht genug von tollen Landschaften und außergewöhnlichen Zielen? Na dann komm mit auf Spirits Abenteuer! Hallo und ein schönes Wochenende aus dem Fulu Fjellet Nationalpark. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer Woche voller Abenteuer. Und wir starten gleich wieder, wie wir es so sehr lieben, in einem Nationalpark. Leider ist für uns kein Wochenende. Nein. Daher werden wir ihn nicht so vollständig erkunden können wie ein manch anderen Nationalpark. Ja. Aber hier gibt es ein großes Highlight und das ist der größte und höchste Wasserfall Schwedens. Und weil es jetzt schon ein bisschen später ist und es natürlich auch bei uns zu entsprechender Zeit dunkel wird, reden wir jetzt auch gar nicht so viel, sondern machen uns direkt auf den Weg. Wie in den meisten Nationalparks Schwedens darf man nicht direkt vor Ort übernachten. Deshalb haben wir an der Hauptstraße ca. 25 Minuten vom Nationalpark an einem Freilichtmuseum über den Zweiten Weltkrieg gestanden. Der geschotterte Parkplatz bietet ausreichend Fläche für genug Fahrzeuge. Jetzt geht es aber los mit euch in dem Fulu Fjellet Nationalpark. Auf den für Wohnmobil ausgewiesenen Flächen findet so gut wie jedes Fahrzeug einen sicheren Platz. Auch hier findet ihr wieder ein sehr interessantes und schön gestaltetes Naturum. Es ist zwar nicht so groß wie das in Stora Sjöfallet Nationalpark, dennoch ist es einen Besuch wert. Nun machen wir uns gemeinsam mit euch auf den Weg, um den Fulu Fjellets Nationalpark zu erkunden. Auf eurer Wanderung kommt ihr an dieser frischen und klaren Quelle vorbei. Also nutzt es und füllt eure Wasserflaschen wieder auf. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Wasserfall und dabei müssen wir der gelben Beschilderung hier folgen. Das ist ein Rundweg von ca. 4 Kilometern und bis jetzt ist der Weg super easy. Ja. Also von daher schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Thank you.
Schon in diesem Moment ist uns klar, dass ein Besuch im Fulufjellits Nationalpark ein Muss ist. Denn die Natur ist spektakulär schön. Hier dürfen wir vom Weiten schon mal einen ersten Blick auf den Wasserfall werfen. Den Wasserfall haben wir gut erreicht und wir hoffen, euch hat's genauso gut gefallen wie uns. Dann lasst doch gern einen Daumen hoch unter diesem Video. Also der ist wirklich richtig gigantisch, sieht richtig atemberaubend aus. Und ich sag euch eins, ihr werdet auch ein bisschen nass. Definitiv, also zumindest sage ich mal im Frühling und im Herbst. Denn das runterfallende Wasser, das sprüht in alle Himmelsrichtungen. Genau, aber dennoch waren wir sprachlos, als wir vor diesem riesigen Wasserfall standen. Das ist, glaube ich, auch der größte, den wir bisher gesehen haben. Das ist auch der größte Wasserfall oder der höchste Wasserfall Schwedens mit seinen 93 Metern Höhe. Ja. Und ich glaube auch den höchsten, den wir gesehen haben. Aber nicht nur der Wasserfall ist hier einen Besuch wert. Die komplette Wanderung bis jetzt ist wirklich wunderschön. Genau. Und der Weg bis zum Wasserfall, der ist auch wirklich einfach. Also dafür, dass das hier eines der Highlights ist in dem Nationalpark, ist der Weg absolut machbar. Der ist gut ausgebaut. Nur am Ende kommen einige Stufen. Ja. Aber die waren auch super machbar. Sowohl mit Hund als auch für uns. Also ja, ganz, ganz toll. Mit Einbruch der Dämmerung ist es für uns an der Zeit, zum Wohnmobil zurückzukehren. Dabei lassen wir es uns aber nicht nehmen, die schöne Natur voll und ganz zu genießen. Wir sind jetzt schon fast zurück am Spirit und verabschieden uns vom Fulufjellit Nationalpark. Aber ihr kennt uns, das tun wir natürlich nicht, ohne ein Fazit zu ziehen. Und wir müssen sagen, von der Natur her alleine schon genügt es, hierher zu kommen, denn sie ist einfach traumhaft schön. Und vielfältig. Also es ist für jeden was dabei. Wald, Fjellebene, der riesengroße, gigantische Wasserfall. Ja. Egal ob Familienausflug oder große Wanderung, also beides ist möglich. Mhm. Und ihr habt genug Möglichkeiten, um irgendwo ein gemütliches Picknick zu machen. Das Naturum ist auf jeden Fall, ja, klein, aber fein. Genau. Und ja. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Also wir sind ja heute nur zum Wasserfall gelaufen. Aber der Weg ist zum größten Teil echt entspannt. Also es gibt wenig Stock- und Steinwanderung. Kommt auch drinne vor, aber eher weniger. Man hat viel Holzbohlen, man hat Waldweg, alles gut begehbar. Und das macht die Sache echt schön. Wie die anderen Wege sind, wissen wir jetzt allerdings nicht. Aber ich vermute mal... Anspruchsvoller. Ja. Was ihr unbedingt nicht verpassen solltet, wenn ihr hier seid, wir verpassen es jetzt mal ausnahmsweise. Hier in diesem Nationalpark steht noch einer der ältesten Bäume der Welt, der Old Chico.
Das ist eine norwegische Fichte und die ist, Achtung festhalten, ungefähr 9500 Jahre alt. Ja, also die schaffen wir jetzt nicht, weil da müsst ihr wirklich hoch aufs Fjell wandern und das packen wir heute zeittechnisch nicht. Aber wir haben gesagt, oder das sagen wir auch öfter, man braucht ja Gründe, um wiederzukommen. Also werden wir das wahrscheinlich auf unserer nächsten Schweden-Tour mal mitnehmen. Und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. So, jetzt geht's aber weiter zum Spirit und mal sehen, wo es uns dann weiterhin verschlägt. Ob ihr es glaubt oder nicht, das war's tatsächlich leider schon für diese Woche. Ja, denn wir konnten diese Woche nicht viel mehr erleben, außer dem Fuglofjellet Nationalpark, weil Anne hatte sich bei einer unserer letzten Wanderungen leider den Fuß verletzt. Ja, man glaubt es kaum, aber auf einem der einfachsten Wanderwege, die wir überhaupt in letzter Zeit gelaufen sind, war eine einzige Wurzel. Und da bin ich draufgetreten und abgerutscht und habe mir meinen Fuß verknackst. Der ist auch schön angeschwollen und ja, von daher mussten wir etwas ruhiger machen. Stefan ist alleine mit Milo raus und ich habe mein Füßchen hochgelegt und gepflegt. Das hat aber was gebracht, denn mir geht es jetzt auf jeden Fall schon viel besser. Und von daher sind wir bereit für neue Abenteuer und neue Gegenden, die wir mit euch zusammen erkunden werden. Wenn euch trotz des auch etwas überschaulichen Videos, die es gefallen hat, lasst uns doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die weiteren Abenteuer nicht verpassen wollt, nächste Woche dauern auch etwas länger wieder, dann abonniert gern unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir irgendetwas Neues veröffentlichen. Und bis wir uns beim nächsten Abenteuer wiedersehen, bleibt uns treu und bleibt abenteuerlustig. Wir sind jetzt... Aber das tun wir nicht, um ein kurzes Fazit zu ziehen. Also wir finden... Ach Milo, nicht pullern. Nicht den Necken lecken. Ja, es ist für jeden was dabei. Es war ein Versuch wert. Ich erinnere auch gerade nicht mehr.